wenn man einfach seine Gefühle gerne vergessen möchte, nicht drüber nachdenken möchte, greift man schnell zur Schokolade. Im ersten Moment ist das ja auch die Lösung, weil man im ersten Moment ist man befriedigt. Aber man merkt, dass das eigentliche Bedürfnis, was ich habe, nicht gestillt ist. Und da genau dann hinzugucken und zu sagen, hey, was steckt denn eigentlich dahinter? Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Jeder Mensch träumt von einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Naturgemäß ist das nicht immer der Fall. Manches davon hat man selbst in der Hand, anderes wiederum nicht. Viel hat das mit der eigenen Lebensweise zu tun. Und damit kennt sich unser heutiger Gast aus. Körper, Geist und Seele gehören für sie zusammen. Und das wirkt sich aus. Wie? Das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Heike Malisik. Ja, hallo. Körper, Seele, Geist, das ist ja so ein bisschen so ein Modewort, aber nichtsdestotrotz, als Ernährungsberaterin und als gläubige Christin kennen Sie sich zumindest mit zwei Bereichen aus, Körper und Seele. Was heißt denn für Sie ganzheitlich? Ja, eben einmal der Körper, das ist so ein bisschen die Hülle, in dem wir leben. Die Seele ist das, womit wir Entscheidungen treffen, das ist das, womit wir auch Emotionen erfahren. Und den Geist, den bezeichne ich als mein eigentliches Ich. Das ist das, was auch mit Gott in Verbindung treten kann. Interessant. Mhm. Ich hätte das jetzt ganz, es ist wirklich da, also ja. Wahrscheinlich kann man da stundenlang drüber philosophieren. Ich hätte jetzt gesagt, der Geist trifft die Entscheidung und die Seele ist die Verbindung mit Gott. Ja. Sie sehen das anders. Ich sehe das anders. Wie kommt das? Ich sehe das anders. Also es gibt also diese eine Bibelstelle aus Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben zum Beispiel. Da heißt es so, vor allem behüte deine Gedanken, deinen Verstand. Also einfach das, was du, welche Richtung du deinem Leben gibst. Das ist so für mich einfach, dass das nicht der Geist entscheidet, sondern dass der Geist das ist, was Gott bei der Schaffung des Menschen uns eingepflanzt hat, eben um in diese Connection zu treten. Im Sinne von Teil des Heiligen Geistes zu sein, ist das die Verbindung? Die Verdrahtung. Der Heilige Geist ist ja nicht mein Geist, aber mein Geist kann sich mit dem Heiligen Geist verbinden. Diese Verdrahtung, die findet ja zwischen Geist und Geist statt. Interessant. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Also angefangen hat das ja alles mit Abnehmen, also ein sehr, sehr körperlicher Aspekt. Ja. Hat Seele denn in dem Sinne, so wie Sie es definieren, nein, Geist, so wie Sie es definieren, denn auch mit Abnehmen zu tun, mit diesem körperlichen Aspekt? Das glaube ich. Also ich bin jetzt 20 Jahre Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement und vor 7 Jahren habe ich zusammen mit der Beate Nordstrand ein ganzheitliches Abnehmkonzept entwickelt. Lebe leichter heißt es. Und wir haben einfach herausgefunden, dass es diese drei Kompetenzzentren gibt, Körper, Seele und Geist, und dass die sich die Waagschale halten müssen. Also das haben wir bei unseren Teilnehmern auch festgestellt. Viele konzentrieren sich sehr nur auf den Körper, vernachlässigen aber die anderen beiden Aspekte. Und dann ist man für eine Zeit lang erfolgreich, weil man sich gesund ernährt oder eben sich ausreichend bewegt. Aber wir versuchen es immer so zu erklären, es ist wie so eine Art Leerkörper. Wenn der Bauch leer ist, dann hat man Hunger, dann isst man im günstigsten Fall so viel, bis man satt ist. Und wenn das Herz oder wenn die Seele leer ist, dann fühlt sich das für viele auch an wie Hunger und sie essen. Und sie geben aber eigentlich ja nicht der Seele etwas, was sie braucht, sondern sie geben dem Körper etwas. Das, da entsteht dann Übergewicht. Und dieser geistliche Ansatz, natürlich einmal Geist auch, man muss auch sein Intellekt, den muss man auch beanspruchen, man muss kluge Entscheidungen natürlich auch treffen. Das ist so diese, man kann Seele und Geist, glaube ich, das ist so ein bisschen fließend manchmal auch. Und dieser geistliche, diese geistliche Idee ist, dass in jedem Menschen die Sehnsucht auch nach Gott drinsteckt. Also nach dieser Verbindung nach Gott. Wenn man sich einfach denkt, dass Gott den Menschen geschaffen hat, auch mit dem Wunsch der Gemeinschaft hin zu ihm, dass dann letztendlich diese Sehnsucht, dieser Wunsch auch nach Gemeinschaft zu Gott in uns drinsteckt. Und das kann bei vielen vielleicht auch eine Sehnsucht darstellen. Heißt das, ja, Sie sagen vielleicht, das heißt, das ist vielleicht auch noch offen. Mhm. Wir schauen aber gleich mal näher auf dieses ganze Konzept dieses Kurses auch. Wenn ich Sie aber richtig verstanden habe, heißt das, wenn in einem Bereich ein Defizit ist, wirkt sich das auch auf den anderen aus. Ja. Können wir das mal umgekehrt machen? Heißt das, wenn ein Mensch, sagen wir mal, zu dick ist,
dass der auch ein Defizit in den anderen Bereichen hat? Ja, nicht unbedingt. Aber man kann ja nicht grundsätzlich sagen, nur weil jemand jetzt dick ist, dass er eben in den anderen Bereichen ein Defizit hat und alle Schlanken, die haben das Defizit nicht. Das heißt auch nicht, dass nur in Anführungsstrichen Menschen mit Übergewicht emotionale Probleme haben und Schlanke haben das nicht. Ja, nur die einen haben vielleicht die Hemmschwelle zuzunehmen nicht so hoch und gehen dann immer wieder in die Disziplin hinein. Was aber sicher ist, ist, dass wenn man viel zu dick ist, auf jeden Fall ein gesundheitliches Problem hat. Egal, ob das sich jetzt noch auf Seele und Geist auswirkt, vermutlich tut es das aber. Die Zusammenhänge müssen wir, glaube ich, jetzt hier auch gar nicht mehr so groß erwähnen. Das steht ja überall. Wie sind Sie da dran gekommen? Hatten Sie ein Problem mit Ernährung mal? Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Ich bin fünffache Mutter und ich habe nach den Kindern immer so ein bisschen mehr zugenommen. Ich glaube nicht wegen der Schwangerschaften, sondern einfach auch, weil ich so viel gegessen habe. Und ich war dann 1997, 98 an einem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich irgendwas machen. Also ich war schon auch jetzt nicht wirklich übergewichtig, aber ich habe einfach nicht so mein Wohlfühlgewicht gehabt. Und dann habe ich angefangen abzunehmen und das war so der erste Kontakt einfach auch so mit diesem Thema. Ich habe mich dann ausbilden lassen und arbeite jetzt schon seit 20 Jahren in diesem Bereich. Ah ja, ein anderer Aspekt, der sicherlich auch eine wichtige Rolle spielt, Sie waren auch mal krebserkrankt. Ja. Hat das auch mit der Ernährung zu tun gehabt oder hat das einen Einfluss auch auf Ihre Weise, wie Sie diesen ganzen Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist sehen gehabt? Nee, überhaupt nicht. Also das ist schon viele Jahre her, das war 1993. Da ist bei mir Gebärmutterkrebs festgestellt worden und damals habe ich mich also auch mit diesem Thema Essen gar nicht so sehr beschäftigt. Und ich bin in der sehr, sehr glücklichen Lage, dass ich durch Gebet geheilt worden bin. Also ich hatte schon einen OP-Termin, bin tatsächlich geheilt worden und durfte dann aus dem Krankenhaus ohne OP wieder nach Hause gehen. Und es war dann also auch gar nicht so notwendig gewesen, sich da nochmal über gesunde Ernährung Gedanken zu machen. Ich war auch noch sehr jung gewesen, also das war damals für mich einfach noch gar nicht Thema. Können Sie das genauer erzählen, wenn Ihnen das nicht unangenehm ist? Aber das ist natürlich etwas, worauf man neugierig wird, wenn jemand behauptet, durch Gebet geheilt worden zu sein. Also wie war der Status? Ja, also damals war ich hatte gerade mein zweites Kind geboren und ich war bei einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung gewesen. Und damals ist ein PAP 4b festgestellt worden, also das ist so eine Bezeichnung, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Und der Gynäkologe hat damals gesagt, ich habe Gebärmutterhalskrebs und müsste operiert worden. Es ist dann noch ein zweiter Abstrich gemacht worden. Das ist dann nochmal bestätigt worden. Und damals haben wir als Gemeinde ganz viel dafür gebetet, dass Gott mich heilt. Und ich bin so eine Glaubensheldin auch gewesen und habe das auch geglaubt. Und habe dann aber trotzdem einen Termin im Krankenhaus bekommen. Damals sollte man eine Konisation machen. Das heißt, man nimmt den Gebärmutterhals raus und guckt einfach, inwieweit der Krebs auch schon fortgeschritten ist. Und mein Mann war unterwegs gewesen auf einer Konferenz und dort war ein Prophet, der hatte die Gabe der Prophetie und damals wurde für mich auch gebetet. Und der hat damals ein Bild gesehen, wo er gesagt hat, ich habe einen Eindruck von Gott für deine Frau, dass sie auf dem OP-Tisch liegt und Jesus steht neben ihr und legt ihr die Hände auf und sie wird geheilt. Und mit diesem Bild kam mein Mann dann nach Hause und das hat mich in meinem Glauben sehr bestärkt. Ich konnte mir das zwar nicht vorstellen, wie das dann ganz praktisch passiert, weil wenn man eben auf dem OP-Tisch liegt, dann wird der Operateur nicht sagen, da ist eine Erscheinung. Aber ich habe diesen Glauben trotzdem gehabt und bin dann 2 Wochen später, glaube ich, ins Krankenhaus gekommen. Damals ist morgens noch ein Abstrich gemacht worden und ich habe schon der Oberärztin gesagt, ich glaube nicht, dass ich operiert werde. Ich habe die Zuversicht, dass ich geheilt werde, habe das meinen Zimmernachbarinnen allen gesagt. Ich bin für die OP schon vorbereitet worden, habe das dem Anästhesisten gesagt, habe unterschrieben für die OP und habe abends dann nochmal mit einer Glaubensschwester, die mich besucht hat, dort in der Krankenhauskapelle gebetet. Und die hat mich gefragt, ob ich nochmal nach diesem Abstrich von morgens gefragt habe. Und dann habe ich das gemacht, bin dann nochmal zur Oberärztin abends gegangen. Und sie guckte in ihren Unterlagen und hat dann drauf geschaut und sagte, ja, sie hatten heute Morgen ein PAP 2. Und dann, kannte diese Werte auch gar nicht. Ich habe dann gefragt, was bedeutet das jetzt? Ja, PAP 1 und 2 ist normal, das hat jede Frau. Und dann habe ich gesagt, ja, super, dann kann ich nach Hause gehen. Das hat mich natürlich sehr bewegt auch. Und dann hat die Oberärztin damals gesagt, das geht nicht. Sowas ist völlig unmöglich. Sie sind mir zweimal bestätigt, PAP 4b hier eingeliefert worden. Wir werden sie trotzdem operieren. Und das hat mich dann ganz schön herausgefordert auch, weil ich habe dann natürlich auch Zweifel gehabt. Ich habe auf der einen Seite habe ich gebetet, dass Gott mich heilt und dann passiert sowas und dann musste ich dazu aber auch stehen und da weitergehen und sagen, okay, ich lasse mich nicht operieren. Und sie wollten damals trotzdem operieren, sicherheitshalber.
Und ich habe dann unterschrieben und bin auf eigene Verantwortung nach Hause gegangen und habe seitdem, bin dann auch regelmäßig natürlich in Kontrolle gewesen und habe seitdem aber auch nie wieder etwas gehabt. Und ein Jahr später ist von uns erst ungeplant, aber sehr gewollt auch unser drittes Kind gekommen. Ist echt ein Wunder. Also, ja. Das heißt, auch wenn Sie diese Operation durchgeführt hätten, wären auch keine Kinder mehr möglich gewesen. Das weiß man ja nicht. Das weiß man nicht. Und das war halt auch so das, was wir wollten gerne 4 Kinder haben. Das war so unser großer Wunsch gewesen. Und das weiß man nicht. Wenn ich die Gebärmutter rausgenommen bekommen hätte, auf jeden Fall nicht. Ja. Für Sie ist das ja großartig, ist ja auch wirklich ein Wunder. Mhm. Die Frage, die da für mich immer dran hängt, wieso klappt das bei anderen nicht? Ne? Mhm. Haben Sie da irgendeine Antwort? Das wäre ja wirklich mal, wenn man da mal eine Antwort drauf hätte. Das wäre super, wenn ich da eine Antwort drauf habe. Ich bin ja mit diesem, also ich bin einfach sehr viel auch unterwegs auf Veranstaltungen und spreche einfach auch. Und ich erzähle hin und wieder auch von dieser Geschichte. Und ich sage ganz, ganz oft auch, dass wir, also diesen Gebetskampf, sage ich mal, den habe ich gewonnen. Aber es gibt trotzdem auch in unserem Leben Herausforderungen, die wir hatten. Da habe ich genauso geglaubt und Gott hat nicht eingegriffen. Wir haben vor 17 Jahren einen unserer Söhne verloren durch einen Unfall. Und unser Sohn ist ertrunken und als man ihn damals aus dem Wasser rausgeholt hat, da waren viele Ärzte gewesen, auch gleich vor Ort, die versucht haben, ihn wiederzubeleben. Und ich habe damals mit zwei meiner Kinder im Sand gekauert und habe gebetet und habe geweint und habe genau den gleichen Glauben auch gehabt, dass Gott unseren Sohn Julian nicht sterben lässt. Und wir sind dann mit 3 Kindern nach Hause gefahren, mussten unseren Sohn beerdigen. Auf der Beerdigung war ein sehr guter Freund von uns, auch vom Krebs ausgezehrt. 3 Wochen später waren wir auf seiner Beerdigung, obwohl wir auch da gebetet haben, dass Gott ihn heilt. Ich kann das nicht erklären. Ich bin mir heute, mit unserem Sohn ist jetzt 17 Jahre her, und ich bin mir heute sehr, sehr sicher, dass uns doch auch alle Dinge zum Besten dienen wird. Warum das passiert ist, weiß ich nicht. Aber wir haben, Gott hat uns einfach ganz viel Kraft gegeben, durch diese Situation trotzdem durchzugehen. Wir haben nach dem Tod unseres Sohnes nochmal ein Kind bekommen. Nach 4 Jungs haben wir ein Mädchen bekommen. Und unsere Tochter ist heute 16 und hat ein ganz großes evangelistisches Herz, hat eine Stimme. Wenn sie anfängt zu singen, fangen die Leute an zu weinen, weil Gott einfach so viel reingelegt hat, auch in ihre Stimme. Und sie ist so ein großer Segen. Und ich hätte niemals unseren Sohn hergegeben für sie, natürlich nicht. Und trotzdem hat Gott es einfach auch geschafft, dass wir durch diese Situation durchgehen. Und dass man einfach gemerkt hat, hey, unsere Welt ist damals wirklich zerbrochen, aber Gott hat unsere Geschichte neu geschrieben. Und warum bestimmte Dinge passieren oder auch nicht, wissen wir nicht. Was ich aber weiß, und das ist ja einfach auch eine Entscheidung, die wir treffen können, dass wir nicht nur die Umstände anschauen, sondern gucken, hey, wie kann ich aus diesen Umständen, die manchmal nicht so einfach sind, ja, weil eben auch nicht jeder geheilt wird, trotzdem das Beste aus meiner Lebenssituation machen. Und ich glaube, das ist mit ein Schlüssel auch für ein ganzheitlich glückliches Leben. Das ist das, was Sie am Anfang auch gesagt haben. Davon schreiben wir in unserem Buch. Es ist ja gar nicht so einfach, jetzt auf ein Ernährungskonzept zurückzukommen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das mit uns teilen. Und es ist ja offenbar, wenn ich das jetzt richtig, also Ihre Lebensgeschichte können Sie ja gar nicht trennen von dem, was Sie auch in diesen Kursen machen. Und deswegen ist es vermutlich auch nicht einfach nur ein Ernährungsberatungskurs. Was ist es denn? Der Glaube spielt darin ja auch eine Rolle, zumindest von Ihrer Haltung den Teilnehmern gegenüber. Was ist es denn genau, lebe leichter? Bezieht sich das auch darauf, dass ich also eben nicht nur abnehme, sondern ja das Leben leichter nehme insgesamt? Deswegen heißt das ganze Programm Lebe leichter. Also die Teilnehmer, die zu uns in die Kurse kommen, die kommen natürlich hauptsächlich, weil sie abnehmen möchten. Ja, unser Programm heißt ja genial normal zum Wunschgewicht auch. Das ist so der Untertitel auch von unserem Buch. Und wir haben jetzt 160 Coaches in Deutschland, der Schweiz und Österreich ausgebildet, die eben diese Lebe leichter Kurse auch anbieten. Und vorzugsweise kommen die Leute, weil sie abnehmen wollen. Und es ist ein 12-Wochen-Kurs und innerhalb 12 Wochen. Genau. Und innerhalb dieser 12 Wochen stellt jeder Teilnehmer fest, hey, es geht hier um so viel mehr als nur das Gewicht zu verlieren. Weil das ist etwas, was wir in den Kursen, auch in unseren 12 Wochen Themen ansprechen. Da geht es zum Beispiel, ein Thema heißt Lebealternativ. Ja? Da geht es um das Thema Emotionsessen. Woher kommt denn eben auch dieser Hunger? Emotionsessen? Mhm. Ja, wenn ich zum Was Beispiel, ist das denn? Ich weiß nicht, Sie sind ja so schlank, vielleicht kennen Sie das auch gar nicht, aber die meisten kennen das, wenn Sie
Stress haben. Ach so, den Heißhunger abends. Ja, schnell so Schokolade. Zum Beispiel. Kennen Sie doch, kenn ich. Ja, super. Emotionsessen, weiß ich, was das ist. Ja, also oder aus Frust, aus Langeweile, ja. aus Kummer. Wenn man einfach seine Gefühle gerne vergessen möchte, nicht drüber nachdenken möchte, greift man schnell zur Schokolade. Im ersten Moment ist das ja auch die Lösung, weil man im ersten Moment ist man befriedigt. Aber man merkt, dass das eigentliche Bedürfnis, was ich habe, nicht gestillt ist. Und da genau dann hinzugucken, zu sagen, hey, was steckt denn eigentlich dahinter? Liebe Leichter beschäftigt sich... Was bieten Sie denn für eine Lösung an? Ja, müssen Sie mal in meinen Kurs kommen, dann werden Sie es herausfinden oder das Buch lesen. Und Sie meinen, in einer Minute erklären, könnte man das nicht auch mal eben so? Ich glaube, eher schwierig. Also das okay. ist schon schwierig. Die Frage, die dahinter steckt, ist, spielt da der Glaube eine Rolle? Der Glaube auch, weil das ist etwas, was wir den Teilnehmern nicht fokussiert anbieten, weil es eben ein Abnehmkurs und kein Glaubenskurs ist, aber ich ermutige meine Teilnehmer trotzdem auch in solchen Situationen ruhig mal zu beten. Also wenn gar nichts mehr hilft, ist manchmal wirklich Hilfe ein Gebet weit auch nur entfernt. Auch so zur Ruhe zu kommen zum Beispiel, aus einer gestressten Situation herauszukommen, kann der Glaube auch eine Rolle spielen, ja. Das war also jetzt ein Element mit dem, wie hieß es, Emotionsessen zum Beispiel. Wieder was gelernt. Gut, ja. Also was spielt noch eine Rolle? Sie waren eben dabei aufzuzählen, welche Elemente es angeht. Genau, also dann haben wir Themen wie Visionen erstellen, dass man einfach sich Ziele setzt. Bewegung gehört natürlich ganz klassisch mit dazu, gehört aber auch mit dazu, Gewohnheiten zu verändern, wo man wirklich merkt, hey, viele haben sich einfach schlechte Gewohnheiten angeeignet. Wir sind teilweise so konditioniert, das, was Sie eben auch gesagt haben, abends vom Fernseher, das ist ja konditioniert, weil man das irgendwann mal angefangen hat, vielleicht aus einer Emotion heraus, weil man abends gestresst vom Tag nach Hause kommt und jetzt kommt man in die Ruhe hinein. Und irgendwann ist man so konditioniert, dass man, auch wenn man die Chips nicht essen möchte, einem das Wasser im Mund zusammenläuft, ja, weil man einfach immer wieder in diesem Ritual geworden ist. Ganz genau, so wie Zähneputzen zum Beispiel. Da gehen wir hin und gucken, hey, wie kann ich denn mir bestimmte Dinge abgewöhnen und dafür gute Gewohnheiten mir aneignen? Also das heißt, ein Ritual sollte ein anderes ersetzen, was zum vielleicht Beispiel, besser ist? Zum Beispiel, eine Möglichkeit. Zum Beispiel halt, okay, Sie sagen eine Möglichkeit, was ist eine andere? Eine andere. Sagen Sie mir nicht, ich müsste wieder in den Kurs gehen. Nein, alles gut. Sie haben das auch nicht nötig, ne? So von daher, alles gut, ja. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich auch ein Thema wie Lebe mit Leidenschaft, auch mal hinzuschauen, hey, wie lebe ich eigentlich mein Leben, ja? Welche Leidenschaften bin ich in dem drin, wie Gott mich auch geschaffen hat, mit den Gaben und mit den Talenten, mit denen ich ausgestattet bin. Wir sind oft so auch in unserem Alltag eingenommen, von morgens aufstehen, Kaffee trinken, Zähne putzen, zur Arbeit gehen, Haushalt erledigen, nach Hause kommen, abends kaputt auf dem Sofa, dass man sich oft gar nicht hinterfragt, wozu lebe ich eigentlich? Das kann auch ein Aspekt von einer Art von Unzufriedenheit sein, die man manchmal auch mit Essen dann kompensiert. Das sind jetzt einige Dinge, die Sie aufgezählt haben. Der Fokus liegt also offenbar schon auf das Abnehmen, aber es wird eben ergänzt durch andere Aspekte. Genau. Sind das auch Übungen? Sind das praktische Übungen? Also mache ich da auch Sport oder sitze ich eigentlich den ganzen Tag im Sitzkreis und Sie erzählen mir etwas? Oder ja, was passiert also das genau? ist so die, also dieser lebeleichter Kurs ist, die Teilnehmer werden gewogen, ganz diskret, und dann ist es eine Stunde ein Gruppengespräch. Wir reflektieren die letzte Woche in so einem Erfahrungsaustausch. Und dann geht es einfach um das Thema, also eins von den 12-Wochen-Themen. Wir machen keinen Sport mit den Teilnehmern, was aber den einzelnen Coach, das kriegen die auch bei uns in der Ausbildung mitgeteilt, nicht daran hindert, mal eine Theraband-Übung mit denen zu machen. Theraband? Was ist das? Ja, so ein flexibles Latexband, wo man einfach auch so Kraftübungen mitmachen kann. Es gibt einige Coaches, die bieten das sogar an und sagen, hey, ich mache noch Zumba nebenbei oder ich mache Nordic Walking. Das ist aber nicht Inhalt von den Kursen, sondern wir verstehen uns mehr als Motivatoren, als Ermutiger, ja, die Leute in Bewegung zu bringen. Ich bin sicher, dass da jetzt Leute am Fernseher sitzen und denken, vielleicht wäre das ja was für mich, wie viel nehme ich denn da wohl ab? Gibt es da so Zielmarken? Macht man da mit sich selbst einen Vertrag oder wie geht das? Also wir sprechen in der zweiten Woche darüber, wie könnte so ein Ziel für einen lebeleichter Kurs ausnehmen, und wir liegen so ungefähr bei 6 Kilo in einem Kurs. Es sind ja insgesamt 11 Wochen, also wir treffen uns 12 Mal, es sind 11 Wochen. Die gesunde Durchschnittsabnahme liegt bei 500 Gramm die Woche. Ich habe schon Teilnehmer, die haben auch in einem Kurs 17 Kilo abgenommen, je nachdem mit welchem Ausgangsgewicht. Ganz genau, Startgewicht. Dann kommt es auch da, man kann das Programm auch so und so umsetzen. Es kommt darauf an, wie viel bewege ich mich tatsächlich. Wir empfehlen mindestens eine halbe Stunde Bewegung auch am Tag.
Und das kommt darauf an, wie sehr halte ich mich auch tatsächlich dann an das Programm. Ne? Stichwort an das Programm halten. Ich vermute ja, dass der sehr berühmte Jojo-Effekt auch da immer mal wieder zutrifft. Gibt es da Rückmeldungen? Gibt es auch Leute, die es tatsächlich durchhalten? Ja, gibt es. Also es führen ja viele Wege nach Rom. Man kann mit ganz vielen Diäten abnehmen. Ich unterrichte das auch an der Schule für christliche Naturheilkunde zum Beispiel, Sinn und Unsinn von Diäten. Und viele Wege führen hier nach Rom. Wichtig ist, dass man das Programm, mit dem man abnimmt, auch hinterher beibehält. Also ich sage jetzt mal, nehme ich mit den Weight Watchers ab, muss ich für den Rest meines Lebens Punkte zählen. Nehme ich mit einem Programm ab, wo ich abends keine Kohlenhydrate essen darf, muss ich das auch machen. Bei Lebe leichter darf man dreimal am Tag essen, einen Teller voll mit dem, was einem schmeckt. Drittel Obst, Gemüse sollte drauf, das ist mal so in Kurzform das Programm erklärt. Und diejenigen, die das weiter langfristig durchführen, wie zum Beispiel meine Mitautorin, die Beate Nordstrand und ich ja auch, wir halten unser Gewicht. Aber wenn man natürlich dann auch sagt, man ist doch wieder zwischendurch oder die Portionsgrößen werden wieder zu groß, dann kommt Weihnachten, dann kommt Urlaub, man schert so raus aus dem Programm, dann nehmen auch unsere Teilnehmer wieder zu. Das ist ganz klar, ja. Bietet der Kurs denn auch etwas, wie man es durchhalten kann, eben genau das durchzuhalten? Also wir haben nur diesen 12-Wochen-Kurs und bei den meisten ist es so, dass sie sagen, oh, das ist einfach so eine Befreiung und so ein Wegkommen von dieser Diätdiktatur, weil sie ja normal essen. Und sie sollten eigentlich gelernt haben, auch dieses Programm weiter durchzuführen. Für diejenigen, die sagen, hey, ich packe das nicht alleine, ich brauche auch diese wöchentliche Unterstützung. Und wenn es nur darum geht, dass sie gewogen werden und dass jemand kontrolliert, die können sich einfach dann in dem nächsten Kurs anmelden. Ne? Also die meisten Coaches bieten 3 Kurse im Jahr an. Das geht dann immer von Januar 3 Monate, von Mai 3 Monate und von September 3 Monate. Und wenn man merkt, man kommt alleine nicht zurecht, spricht nichts dagegen, dass man dann nochmal einen Kurs besucht. Sie haben offenbar jetzt doch viel Erfahrung damit gemacht, die ganzen letzten Jahre und auch, weil Sie viele Kurse machen. Wie erklären Sie sich, dass so viele Leute ein Problem haben mit diesem ganzheitlichen Leben, um das Wort nochmal aufzugreifen? Ich glaube deswegen, weil in unserer heutigen Gesellschaft der Kult geht schon sehr stark auf den Körper. Also es geht schon sehr stark darauf, wie sehe ich aus. Klar, natürlich auch die Gesundheit, das ist auch wichtig. Aber es hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir oft den Fokus aufs Aussehen legen. Und deswegen wird ganz schnell vergessen, dass das Herz auch eine Rolle spielt und auch der Geist eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite ist es so, dass aber auch das Bedürfnis nach dieser geistlichen Erfüllung in jedem Menschen ja drinsteckt, dass das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Sehnsucht doch auch nach dieser Frage, wo komme ich eigentlich her, wo gehe ich eigentlich hin, was ist so der Sinn meines Lebens? Und es steckt ja in jedem, also das glauben wir, dass es in jedem Menschen drinsteckt. Und deswegen hat auch die Esoterik so einen großen Zulauf. Ja. Und da wollten wir das Pendant schaffen. Wollte ich gerade sagen, Sie bieten eben da was anderes an. Ich nehme an, Sie leben das vermutlich auch selbst. Ja. Und vermutlich geht das auch gar nicht anders, denn in Ihrem Alltag als, ich muss mal gucken, Pastorenfrau, 4 Kinder haben Sie eben selber gesagt, da hat man ja eine Menge zu tun. Was ist das so als Schlusssatz für Sie, das Motiv, aus dem heraus Sie das auch so leben können? Was gibt Ihnen Kraft? Ja, Kraft auf jeden Fall auch das Wissen, dass ich in dieser Beziehung mit Gott, mit Jesus stehe und da auch in meiner Berufung drin lebe. Und meine ganz große Berufung ist einfach auch so diese Ganzheitlichkeit an die Frau oder an den Mann zu bringen. Das ist meine große Leidenschaft, für die ich lebe und versuche da natürlich selber auch ganzheitlich zu leben, das selber auch zu leben, was ich hier schreibe und was wir auch sprechen. Aber auch so, dass wir sagen, also gerade mit diesem neuen Buch Body, Spirit, Soul gehen wir ja außerhalb von Lebe leichter nochmal ganz neue Wege. Da geht es ja nicht um das Thema Abnehmen, sondern es geht tatsächlich darum, wie kann ich gut einmal für meinen Körper sorgen, wie kann ich aber auch meine Seele in Balance bringen und wie kann ich tatsächlich auch meinen Weg zu Jesus finden. Und die Beate Nordstrand und ich, wir haben jetzt aus dem Buch heraus ein Konzept entwickelt, ein 10-Wochen-Programm, Body, Spirit, Soul Programm, was Frauen einfach auch hilft, diesen Weg zu finden und bieten das jetzt bei uns erstmal in der Gemeinde an. Ab nächstes Jahr soll das deutschlandweit eingeführt werden.
überkonfessionell und schauen mal, was daraus sich entwickelt. Dann haben wir ja schon ein Thema für das nächste Gespräch. Ja. Heute ging es um leichter Leben und dann kommt eben das, was Sie gerade erwähnt haben. Ich bin auf Ihre Erfahrung dann gespannt. Mhm. Danke, dass Sie uns das heute mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Am Schluss kriege ich jetzt Schwierigkeiten mit Buddy. Alles Gute Ihnen für Ihre Zukunft. Gute Heimreise auch. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es dann wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.